Hallo ihr lieben Mini-Ninjas und willkommen zurück zu Dark Souls 2. Es wird Zeit für ein bisschen Peitschen-Action. Und damit wir das möglichst effizient machen mit der Stachelpeitsche, wollen wir Mitglied in diesem Eid werden, den wir das letzte Mal freigeschaltet haben, indem wir im Kolosseum den Executioner getötet haben. Und um bei diesem Covenant hier Mitglied werden zu dürfen, brauchen wir einen bestimmten Gegenstand, und zwar genau, dieses Zeichen des Grolls. Ein Zeichen, das beweist, dass ein Besitzer in fremde Welten gereist ist, um andere zu besiegen. Wenn ihr dies verwendet, steigt vorübergehend eure Chance, Eindringlinge aus anderen Welten zu rufen. Niemals verwenden. Das Tragen dieser Zeichen beweist, wie grimmig der Groll ist, der dem Träger gilt. Und dieses Zeichen bekommt man eben A, wenn man andere Spieler überfällt und diese dann umbringt, oder wenn man in Majula diese Pit da ganz in der Mitte, also diese Brunnen, das Loch, was auch immer, das wir schon mal gesehen haben, wo wir aber noch nicht drin waren, wo aber ein alternativer Weg lang ginge, den wir beschreiten könnten, wenn man da ganz bis nach unten durchgeht und dann eine Kiste öffnet, bekommt man auch so ein Zeichen. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht, ohne dabei die Kamera anzuhaben. Weil was ein langer Weg ist, ohne dass da jetzt großartig was passiert. Ich habe nichts aufgehoben zwischendurch, habe gegen keine Gegner gekämpft dort unten. Ich bin einfach nur durchgerannt, habe schnell das Zeichen gelootet, um hierher zu kommen. Do you have a lust for blood? Nicht so richtig. Yes, of course. Why else would you be here? Do you give yourself the Nahalma? Klar. Then you will need blood. Oh, lots of it. Undead blood, like your own. But it's not as easy as you think. Well, what did he say? Join the Brotherhood of Blood? Klar, Mann. That can hardly be the whole story. I want to hear what you really think. You want more than just a little blood. You want to be drenched in blood, mired in its foul stench. Am I right? Am I? Oh, just say that I'm right. Huh? Alles Freaks. Also wir treten da jetzt bei, sind dann nicht mehr bei den. Oh Gott, was hatten wir denn vorher? Blaue Wächter oder Blauer Weg? Irgend so ein Mumpitz. I knew it. I knew it. Fantastic. You're the best. Yeah, of course. Now you are a servant of Na'ala. This crest of blood is yours. There, another servant of blood is born. You will serve well, I just know you will. Well, how are we? Whatever you need, I've got it for you. Ja, ist gut. Ah, ja, you know anything about tokens of spite? Well, you can fight other blood servants with them. I'll reward you if you win with red orbs. Ja, das ist so ein Punkt. Ich glaube, da haben sich immer Leute drüber aufgeregt, dass es für die Invader in Dark Souls 2 keine Möglichkeit gibt, einen dauerhaften Gegenstand zu haben, um andere Spieler zu invaden. Sondern dass sie stattdessen immer diese Orbs brauchen. Ja, ist gut. Blutdiener, Chance, Blut zu vergießen, jawohl. Also, dass man quasi immer sich wieder diese Äpfel holen muss, wie er sie nennt, oder wie sie hier im Deutschen genannt werden. So, was hat er denn dafür? Wird normalerweise nicht als Waffe, sondern als landwirtschaftliches Werkzeug genutzt. Es ist fast als Rutenkräfte in ihrer riesigen Klinge. Vielleicht bezieht sich aus Angst derer, die von diesem grässlichen Ding gejagt wurden. Das war nicht schön. Priesterglocke kennen wir bereits. Eine Knochenkrone. Der alte Eisenkönig schickte seine besten Männer auf die Jagd nach Untoten. Doch ihre Erinnerung wurde bei der Wiedergeburt getilgt. Wird
dir sicherlich bei allen stehen, genau. Ein filigranes Band. Dieser Ring liegt wie ein weiches Band um den Finger. Er macht es Eindringlingen leichter, eure Welt zu finden. Wer würde so einen Ring erschaffen und warum? Vielleicht ist es besser, wenn die Antwort im Verborgenen bleibt. Also auch da, dass man selbst überfallen werden kann. Dann hätten wir hier eine Urne der Hexerei. Wer würde es wagen, eine Urne mit solcher Kraft zu füllen, wodurch die finstere Kunst der Hexerei strengstens verboten ist? Die Ursprünge der Kunst sind unklar. Ein weiterer Grund, warum Hexerei gefürchtet ist. Einen silbernen Talisman, den müssten wir schon kennen. Oh, gibt's hier mittlerweile? Man kann Symbole hinterlassen. Werdet als Finstergeist in eine andere Welt gerufen. Das ist ein Gegenstand, den ich nie verstanden habe. Denn warum sollte ich jemanden, der mich überfallen will, in meine Welt rufen? Klar, für PvP, aber nee. So, und dann hätten wir eben hier diese Augäpfel, sauteuer. So, ein Feuersturm, ein mächtiger Zauber, keine Story drauf. Und wir können jetzt hier an diesen drei Statuen PvP-Arenen betreten. Also, ich glaube, hinter jeder Statue verbirgt sich eine andere Arena. Das ist manchmal so eine Brücke, ein Kreis und solche Sachen. Werde ich aber nicht machen. Vielmehr gehen wir jetzt noch mit Jula. Haben da einige Dinge zu tun. A, aufleveln, bis wir 30 Beweglichkeit haben, um unsere Stachelpeitschen in der Power Stance zu benutzen. Hallo! Dir geht's aber gut, wa? Schön die Beine baumeln lassen, ein bisschen da sitzen. Haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. So, dann gehen wir doch mal zur Maiden. Und leveln noch auf. Geschafft. Sie benutzt dafür übrigens eine Feder. Falls ihr die sehen konntet, die verschwindet immer direkt nach dem Auflevel-Prozess. Aber sie benutzt dafür tatsächlich eine Feder. Ich habe jetzt es endlich geschafft, das Inventar aufzuräumen. Also wenn ich hier was anderes anlegen möchte, sind jetzt alle Gegenstände, die wir schon gefunden haben, in der Truhe verstaut, sodass ich da nicht mehr ständig hin und her muss. Deswegen können wir jetzt hier mit Stärke 12, Beweglichkeit 20 eine Stachelpeitsche plus 1 anlegen. Und hier eine Stachelpeitsche anlegen. Das heißt, um sie in der Power Stance benutzen zu können, brauchen wir 18,30, also 18 Stärke, 30. Geschicklichkeit. Und das ist jetzt auch der Fall. Also wir können hier schön abwechselnd schwingen. Okay, ist der Leichtangriff bei der Peitsche genau dasselbe wie der starke? Ach, egal. Und wir können in die Power Stance gehen und können natürlich auch da wieder ganz normal schwingen, aber haben auch dieses schöne Doppel und natürlich gleichzeitig zuschlagen. Und müssten jetzt, wenn wir unsere Charakterstats angucken, auch sehen. Sieht man das nicht auf den Charakterstats? Sieht man das eventuell auf der Waffe? Genau, wir haben Blutung auf der Waffe. Und das gar nicht mal so schlecht. Hier, Blutungseffekt. Höhe des Blutungsschaden, der Begegnung verursacht wird. Sieht man, die haben standardmäßig schon ganz gut Blutung drauf. Und wir können jetzt endlich das Wappen des Blutes anlegen. Ring des Eids der Blutsbruderschaft. Dieser Ring ist ganz gewöhnlich. Vielleicht ist ein Schwur letztlich nur ein Einblick in die Bestrebung desjenigen, der den Schwur geleistet hat. Wenn ihr diesen Schwur geleistet habt, dann wisst ihr, was ihr wollt. Ihr wollt baden im Blute eurer Art. Das müsste der sein. Spielerinfo. Können wir jetzt genau... So, jetzt haben wir schon, also ich kann ihn nochmal ablegen, da sehen wir es genauer. Auf der Hauptwaffe haben wir momentan 151 Blutung plus 59 Blutung. Sobald wir den Ring mit anlegen, haben wir auf der Hauptwaffe 151 Blutung. Da hat sich nichts geändert, plus 109 Blutung. Das heißt 50 Blutung mehr drauf. Und ich habe mir noch die Schattenstulpen besorgt. Die kann man sich in der Niemandswerft erfarmen. Das sind diese zwei Typen Ninjas, die da in der Mitte des Gebiets in etwas spawnen. Und die können diese Schattenstulpen dabei haben.
Und diese Schattenstulpen selbst geben auch nochmal plus 50 auf Blutung. Das heißt, unser Ziel ist es ja, Gegner auszubluten. Und das sollte jetzt mit diesen zwei, aber also sowohl mit Ring als auch Stulpen, die nochmal extra Blutung bringen, als auch Doppelwaffe-Blutung, sollte das relativ schnell gehen. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich so cool spielt. Wir gucken einfach mal. I'd give you up. Und wir haben nichts zu reparieren. Sehr schön. Wir können mal langsam anfangen, hier alles zu verstärken, die Peitsche. Sowohl Haupthand als auch Nebenhand. Kleine Titanitscherbe brauchen wir noch. I'll be around, if you make it back. Haupthand natürlich als erstes immer upgraden. Und auch am höchsten. Für den Direktschaden. So, genau, eine brauchen wir davon. Visit me again. Whenever. What? So, und jetzt mit den großen Titanitscherben, von denen ich witzigerweise mehr da als von den kleinen. Das sollte relativ weit hier gehen, bis sogar zum Titanitbrocken. Ich glaube, dann können wir sie genau auf die gleiche Stufe bringen. Plus 7 Waffen bis jetzt, würde ich sagen, ist doch ganz gut. Und für die Stulpen bräuchten wir auch noch ein paar Titanitscherben. Haben wir jetzt nicht, ist glaube ich relativ egal. Wenn wir jetzt nochmal auf die Werte schauen, hat sich die Blutung so leicht erhöht zumindest. Ich glaube, es war 151, jetzt ist es 183. Der Wert gibt an, wie schnell wir Blutung auf Gegner drauf bekommen. Je höher der Wert, desto schneller geht es, desto weniger Schläge brauchen wir. Und Blutung funktioniert dahingehend, dass wir, wenn wir den Gegner schlagen, ihm quasi seine Blutungsleiste auffüllen, null Schaden machen in dem Moment an ihm, also kein extra Schaden oder sowas an ihm machen, sondern die Leiste auffüllen, und sobald die Leiste gefüllt ist, wird ein Prozentsatz seines Lebens abgezogen. Und je schneller wir diese Blutung drauf bekommen, entweder indem wir sehr schnell zuschlagen oder indem wir halt den Blutungswert hoch stacken, desto schneller wird diese Blutung ausgelöst. Das Problem ist in Dark Souls 2, dass es recht viele Gegner gibt, die immun dazu sind. Ich hoffe mal, das hilft gegen Gift. Ja, also das geholfen. Es gibt relativ viele Gegner, die immun sind, auch Bosse. Die müssen wir dann auf normalen Wege bekämpfen. Aber naja, was soll's. Schauen wir doch mal, wie die Waffen funktionieren. Gefällt. Gut, das war jetzt noch nicht sonderlich beeindruckend. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt schon mit einem Angriff allein es schaffen, jemanden zu verbluten. Hinter ihnen. Und da wir hier jetzt sowieso die ganze Zeit vergiftet werden, lasse ich das, glaube ich, das Gift runterzunehmen. Und stattdessen räumen wir hier unten mal alles aus, bekommen eine Fackel, also wir nutzen die Zeit, dass wir schon vergiftet sind. Und machen hier alles mal leer. Kleiner glatter Stein. So liegen hier so viele Leichen. So, geht auch ganz gut. Ich kann hier brocken. Ja, der Anfang hier, der ist so ein bisschen mit dem ganzen Gift, ach, das nervt. Zumal es auch den Ring, ich glaube, den gibt es erst danach. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also ganz viele Titanitscherben hier, ganz viele Seelen, dass man auch ja nochmal aufleveln kann. Vergiftete Waffen logischerweise auch. Und da unten. Ich glaube, Skelette können sowieso nicht bluten, von daher. Also hätten wir jetzt uns auch den Titanit echt sparen können.
So viel Titanit, wie es hier gibt. Und ein Duftzweig. Na, das ist doch sehr schön. Bäm, bäm. Es klatscht und splattert. So, hier war doch irgendwie so ein kleiner Hinterhalt. Ein Feuersamen und ein göttlicher Segen. Kein Hinterhalt. Oh, Gaflan ist hier? Das wusste ich gar nicht. Dann hätte ich ja auch alles zum Verkaufen mitbringen können. Naja, egal, was soll's. So, nochmal schnell trinken, damit wir hier nicht sterben. Und einen kruden Stein. Erstmal schauen, was ein Feuersamen genau macht. Bäm, bäm, bäm. Oh, eine Sonnenlichtmedaillon. Ein Sonnenlichtmedaillon. Eine Medaille mit Sonnenabbildung. Opfert sie auf dem Altar, um das Band mit eurem Eid zu stärken. Tatsächlich gibt es in diesem Gebiet hier noch einen weiteren Eid, den wir auch schon aus Dark Souls 1 kennen. Die milde Wärme der Medaille weckt den Mut in der Brust des Trägers. Die tapferen Kämpfer, die diese Medaille einst trugen, sind verschwunden. Doch die Sonne geht niemals unter. Heute beginnt die Suche nach dem aufrichtigen Sohn der Sonne. Wer ist denn der aufrichtige Sohn der Sonne? Könnt ihr es erraten? So, jetzt müssen wir hier mal schnell durchschalten. Davon ist es nichts. Reparaturpulver. Also bin ich mir schon wieder bescheuert. Was denn, könnte denn so ein Feuersamen sein? Da. Stärkt die Pyromantieflamme. Also das braucht man, um Pyromantie, also Hexereien, zu, nicht Hexereien, Entschuldigung, doch Pyromantien zu verbessern. Auch hier wieder keine neue Story drauf. Aber Gavlan, hallo! Gavlan Nui. Gavlan Will. Gavlan Deal. What? With Gavlan? Es gibt momentan echt nichts, was wir von ihm wollen und verkaufen. Hat das definitiv nicht. Unsere kleine. You. Go home. Ja. Tschüss. Und da sehen wir auch schon unser Ziel, wo wir heute noch hin, oder morgen besser gesagt, hin wollen. Durch dieses Fackel dadurch immer weiter hoch. Doch. Vorher müssen wir uns leider mit ein paar Pyromantie-Damen auseinandersetzen. Ich bin gespannt, wie das wird. Dann Hexerei-Urne. Los, macht mal. Die können ordentlich was schießen und nerven so richtig. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da am schnellsten hin? Ich glaube, indem ich hochgehe. Runtergerutscht. So, ich glaube gegen die sind unsere zwei hübschen Stachelpeitschen ganz effizient. Waffenring des Launen plus 1. Wir öffnen schon mal das Tor zum nächsten Leuchtfeuer. Bevor es darunter geht, würde ich ganz gerne nochmal schießen lassen. Vielen Dank dafür. Ah, du kannst noch so schießen. Ich mache die normalerweise immer im Fernkampf, deswegen. Ich dachte, ich greife schneller an als sie. Falsch gedacht. Ach, Kaffee. Es gibt doch nichts Leckeres. Leckeres. Schöne Sache, das schöne Sache, das. Ja, hier tickt das Gift irgendwie noch nach. Ich glaube aber, wir könnten mittlerweile genug Resistenz haben gegen Gift, weil auch der Ring
der Blutung da. Der reduziert den Giftaufbau. Oder die Ansammlung, besser gesagt, Aufbau ist auch. Ich würde mal kurz an dir vorbeirennen. Und hier können wir eigentlich auch unten durchrennen, oder? Hier ist schon wieder das nächste Leuchtfeuer. Warum sollten wir das nicht schon mal aktivieren? Bevor wir unsere Seelen wiederholen und dann hier echt noch die hässlichen Giftdinger reingehen. Hab ich gerade echt keinen Bock auf. So. Ich ging auch noch schön um. Und den Rest kann man da eigentlich oben stehen lassen. Wir haben auch eine ganz gute Reichweite mit diesen Peitschen, Sprachs und kann ich nicht nach unten zielen? Automatisch, das ist ja mal dreist. Also, diese wollten uns eigentlich in diese Löcher hier reinlocken, in diese Löcher voll Gift. Aber das ist gar nicht das, wo wir jetzt lang wollen, denn wir wollen stattdessen hier hinten hin, in so einen kleinen Hinterhalt, also Hinterhalt für uns. Wir können einmal auf die Seite gehen, da gibt es unglaublich viele Schätze, aber auch eine Menge hässliche Gegner. Stattdessen begnügen wir uns mit diesem einen hässlichen Gegner hier oben. Und mit dem müssen wir auch ein bisschen spielen, denn er muss uns hier hinten mal was kaputt zu schlagen. Komm, komm ran. So, hast du es kaputt gekriegt? Ach, was bist du denn für eine Null? Ich glaube, man kann das nicht selbst kaputt schlagen. Ich glaube wirklich, man ist darauf angewiesen, dass das Vieh das kaputt macht. Aber so richtig wollte er nicht. Und ich bin es echt, jetzt merkt man langsam, ich bin es nicht gewöhnt, ohne Blocken zu spielen. Also klar, alles schon mal gemacht, aber jetzt nicht. Also das scheint, wenn man nicht drauf springt auf den Gegner, scheint das hier nicht so hübsch abzugehen. Komm mal ran. Warum willst du nicht hier rein? Geht doch. So. Witzigerweise hat der Typ obendrauf noch so eine kleine Kreatur sitzen. Die auch noch nervt, die ihn quasi kontrolliert. Und hier gibt's einmal den Großschild des alten Ritters und andererseits die Pike des alten Ritters. Schauen wir uns doch glatt mal an, was das alles kann. Also, Großschild und Pike. Benutzt von einem Ritter aus einer so lang vergangenen Zeit, dass von seinen Taten nichts mehr bekannt ist. Sie ist von extrem niedriger Dauerhaftigkeit. Mitunter kann etwas, kurz bevor es auseinanderbricht, noch einen letzten riesigen Kraftschub freisetzen. Wie war denn das? Gehen die einfach nur ganz schnell kaputt? Aber ja, man kann sie reparieren trotzdem. Gleiche gilt dann auch für den Großschild. Ja, hier 40 Ausdauer sieht man. Benutzt von einem Ritter aus einer so lang vergangenen Zeit, bla bla bla. Also auch da nichts Neues gelernt. Jetzt können wir hier in den kleinen Giftpool gehen. Giftharz und faules Herz. Und jetzt wird's wieder lustig.
eine Seele. Zum Glück sind hier überall. Wow, seit wann sind denn hier Gegner? Das war mir nicht bewusst, dass da ein Skelett drin ist. Wie asozial ist das denn bitte? Also eigentlich müsste ich da jetzt wieder runtergehen. Laut meiner eigenen Ansage, hier einfach alles töten zu wollen immer. Oh, dieses blöde Skelett. So besiegen. Boah, man sieht so gut wie gar nichts in diesem Gift. Ich hasse diesen Abschnitt wirklich. Ohne Scheiß. Und schwuppdiwupp, kurz am Leuchtfeuer ausruhen. Also jetzt wirklich so nach und nach die einzelnen Sackgassen abarbeiten. Und ich sage noch nach wie vor, die Crystal Lizards hier sind um einiges besser als in Teil 3, wo man einfach alles hinterher geschmissen bekommt. Ja, nur Zeit hier. Und hier sind ja auch viel mehr als früher noch. Ne, oder? An denen. Und vor allem können wir relativ zeitig zuschlagen und treffen trotzdem noch. Das ist auch ein sehr schöner Nebeneffekt dieser Stachelpeitschen. Ich glaube, irgendwann wird mir das Gepeitsche auf den Sack gehen. Und wir können all die schönen Beutestücke hier uns holen. Einfalls Pinselgewürze sind wieder diese Gewürze, die Intelligenz oder Willenskraft auf einzelnen Zaubern verringern, beziehungsweise deren Anforderungen an Intelligenz oder Willenskraft reduzieren. Also, wie gesagt, habe ich glaube ich schon mal erklärt, am besten auf Zauber und Wunder benutzen, anwenden, die keinen Schaden machen. Man ansonsten eine Menge Schaden verliert, wenn man das macht. So, Skeptiker. Hier links müsste es jetzt nochmal Crystal Lizard geben. Oder auch nicht. Früher war hier ein Crystal Lizard, der direkt hier hinten in dieses Loch reingerannt ist, in dem man dann jämmerlich verreckt ist, wenn man hinterher gesprintet ist. Scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Ein Petrified Something. Ein versteinertes Etwas. Damit haben wir tatsächlich die höchste Chance auf die Old Whip, also die alte Peitsche, die man nur gegen den Tausch, wir haben Austausch bei den Kränen bekommt. Wie heißen die denn? Tillo und irgendwas, glaube ich, heißen die Kränen. Und die höchste Chance auf diese alte Peitsche, die mit dem höchsten physischen Schaden aufpeitschen, gibt es für dieses Ding hier. Ein unbekanntes, versteinertes Objekt, angenehm zu berühren, trotz seines Aussehens. Ganz sicher ein seltenes und seltsames Ding, doch eines ohne bekannten Zweck. Du bist schon weg, ha? So, wir könnten... Wollen wir hier reingehen? Sprach's und viel rein. Ich erkenne gar nichts. Ohne die Blutflecken würde ich mich hier nicht zurechtfinden. So, jetzt sind wir wieder aber an der Stelle hier draußen. Lohnt es sich hier reinzuspringen? Nee, ne?
das war's schon wieder. Dann gehen wir nochmal ans Leuchtfeuer zurück, unter anderem für die Estus-Flakons, aber auch, weil die Crystallizards ja respawnen. Und es wäre schon schade, wäre die nicht mitzunehmen. Allerdings kümmern wir uns darum dann morgen. Heute das erste Mal mit Peitschen-Action. Morgen geht es damit weiter. Raus aus dem Erntetal, rein in die Windmühle. Mal gucken, was uns da erwartet für ein toller Boss. Ha. Ciao, ciao.